Leute und willkommen hier bei MeAppleCat und beim finalen Video zum Bau der USS Enterprise. Bauvideo Nummer 5, heute werden wir hiermit fertig. Und wie bereits im vierten Video angekündigt, kommt es heute erstmal zur Hochzeit, nämlich der Maschinenraumsektion des unteren Teils und der Untertassensektion. Die Hochzeit wird folgendermaßen stattfinden. Wir haben hier die Aufnahme an der Untertassensektion, kann man hier schön sehen. Dort wird dieser Zapfen hier eingeführt von der Hauptsektion und wir schieben ihn im Prinzip einfach nur hier drüber. Was hier noch ganz schön gelöst ist, ist, dass wir dort einen Stopp haben. Ihr seht hier diese blauen Steine. Ja, also soweit wird das Ganze dann aufgeschoben, dass man die Untertassensektion nicht zu weit schieben kann. Also hier wird gestoppt und dann wird von hinten nachher nochmal was gegengebaut, damit das Ding auch richtig fest sitzt. So viel zur Theorie. Kommen wir zur Praxis. Also, ich nehme die Untertassensektion mal und wir führen sie hier durch und schauen mal, hoffentlich, dass alles gut passt. Es lässt sich ganz gut schieben, aber man braucht schon etwas Kraft, was gut ist. Und das wäre es. Das ist die Endposition. Und gut sieht sie aus. Meine Güte, jetzt sieht man die Größe erstmal richtig. Ein Riesenteil, schaut euch das mal an, sieht super aus. Und wenn wir uns jetzt mal genau nochmal anschauen, wie das hier aufgesetzt wurde, können wir schön sehen, wie weit es hier reingeschoben wurde und dass wir jetzt hier noch gleich irgendwas dran bauen müssen, denn das sieht noch sehr unfertig aus. Hier wird quasi noch ja, dieses Aufschiebekonstrukt verriegelt. Aber soweit richtig cool. Aber wenn ich sie jetzt so drehe, merke ich schon, die ist ganz schön kopflastig geworden. Aber da kommen ja nachher noch die Antriebsgondeln dran. Also, jetzt baue ich erstmal noch hier die Konterstücke, was hinten der Impulsantrieb sein wird, der noch hier vorgesetzt wird. Der wird noch aus ein paar Steinen hier zusammengebaut. Dann kommen oben noch ein paar Platten drauf. Und ja, fertig ist die Sache. Also, die vordere Sache. Hier fehlt natürlich noch was. Hier haben wir nun alles liegen, was wir brauchen, um die Untertassensektion hier abzusichern. Und das machen wir dann auch mal gemeinsam. Wir beginnen mit diesem Teil hier, was gleichzeitig den Impulsantrieb darstellt. Sieht man, hier sind so ein paar Custom-Steine, die habe ich so auch noch nicht gesehen in der Art und Weise, die da den Antrieb darstellen. Hier schön mit diesen Abrundungen an der Seite. Und hier hinten, ja, so ein paar Inverted irgendwas Steine, keine Ahnung. Also die werden wir jetzt mal hier dran setzen und das geht ganz leicht, denn es wird einfach nur hier auf diese roten Noppen aufgesteckt. Einmal so. Und dann sitzt es schon. Sieht gut aus. Und dann haben wir noch hier oben den Bereich, da wird auch nochmal lang gegen gekontert. Und zwar mit diesem Teil hier, das ist so ein 2x8er mit solchen 1x8er Fliesen drauf und so einem Zweiersteinchen noch drunter. Und das passt dann genau hier rein. Also einmal reinlegen und festdrücken. So, und schon sitzt die ganze Geschichte hier bombenfest. Da kann also gar nichts mehr rausgehen. Von hier oben wird das hintere Teil gehalten, das dann natürlich hier gegen drückt. Und somit haben wir das wirklich fest verankert. Aber man kann es auch leicht nochmal auseinanderbauen, falls man das Teil mal transportieren möchte oder muss. Dann geht das natürlich auch. Dann haben wir noch diese beiden Deko-Elemente und die kommen, nicht so, sondern die kommen einfach hier nebendran, werden da drauf gesteckt, einmal so und einmal hierhin und fertig ist die Geschichte. So sieht das ganze Konstrukt jetzt von oben aus. Man hat hier den Übergang, hier hinten zur Befestigung, Deko-Elemente. Ja, wunderbar. Hochzeit geglückt, hoffentlich auf Lebenszeit. Und dann wären wir jetzt an dem Punkt, wo wir sagen können, ein weiterer Bauabschnitt ist völlig geschafft. So soll es aussehen. So sieht es aus. Können wir abhaken. Und dann kommen wir schon leider schon an den letzten Abschnitt ran. Und das sind die beiden Warp-Gondeln, die jetzt hier gebaut werden. Ja, da kommt dann auch die Beleuchtung dran. Da bin ich wirklich gespannt, wie das Ganze aussieht. Wir sind aktuell auf Seite 112. Also ein bisschen haben wir noch, denn es geht ja bis zur Seite 154. So,
Bevor es jetzt hier an die Verkleidung der Warp-Gondel geht, will ich euch nochmal zeigen, wie das Grundgerüst aussieht. Das ist dieses Ding hier, ganz schön lang übrigens, schaut mal her, im Vergleich zum Gesamtmodell. Ja, also fast genauso lang schon oder sagen wir mal 4/5 so lang wie unser komplettes Modell. Und wenn man sich das dann hier hinten dran denkt, ja, wird schon mal ein gutes Gegengewicht hier zur Untertassensektion werden. Und wir haben hier jetzt ganz, ganz viele Platten verbaut. 2x8er, 2x10er, 2x12er, 2x6er, 1x2er und so weiter. Ganz viele von diesen Inverted Steinen oder wie, also von diesen Steinen, die Noppen zum einen an der Seite, einmal oben haben. Die haben wir ja hier in Rot. Das Ganze haben wir nochmal hier in Gelb. Hier diese Umleiter, dass wir an der Seite dann noch Noppen haben, um Dinge zu befestigen. Und die hier, also davon ist hier drin massig verbaut worden. Und man baut es in zwei Teilen, setzt diese dann später zusammen. Das erfolgt mit diesen langen Platten hier. Die kann man hier schön erkennen. Hier ist eine drin, hier und hier. Und damit wurde hier alles schön verbunden. Das Ding ist, wie es sich für die Enterprise hier gehört, massiv. Richtig fest und massiv. Und das Grundgerüst steht, wie gesagt, soweit. Und jetzt fangen wir hier mit der Verkleidung langsam an. Da kommen diese speziellen Seitengitter noch dran. Die kann ich euch mal eben noch flott zeigen. Das sind hier diese kleinen Gittersteine. Die werden hier dann noch dran gemacht an die Seite. Und ja, so weiter und so fort. Die werden natürlich jetzt hier richtig schick verkleidet in den nächsten Bauschritten. Denn auch die Warp-Gondeln sind ja rund. Und das hier ist immer noch ein bisschen eckig. Schaut mal her, Leute, ich habe aus Versehen ein Lichtschwert gebaut. Das hier ist ja das Lichtschwert von Darth Vader und das hier ist dann das Lichtschwert von Captain Kirk, wie es aussieht. Ja, auf jeden Fall eine deutliche Ähnlichkeit, was hier die Abschrägung hier anbetrifft. Dachte ich direkt, kommt mir doch irgendwie bekannt vor. So, aber das ist das falsche Franchise. Deswegen weg mit dem Lichtschwert und wir schauen uns die Warp-Gondel an, denn die erste ist mittlerweile fertig. Da ist sie in voller Pracht zu sehen. Ist mal wieder ein richtig großes, langes Teil, wie sich das gehört. Sehr massiv, sehr gut gebaut. Allerdings hatte ich ein, zwei kleine Probleme damit gehabt. So, schauen wir mal rum. Also von hinten sieht sie so aus, ist schön umbaut. Ihr seht, wir haben mit diesen gekrümmten Teilen hier nochmal diese ganzen Rundungen hier wunderbar angebaut. Funktioniert prima, sieht auch schön aus. Die Drucke sehen durchweg ganz gut aus. Teilweise habe ich hier leider Verschmutzungen drauf, die ich auch so leicht hier nicht weggewischt bekomme. Auf der einen Fliese hier zum Beispiel. Auf manch anderen, hier kann man es zum Beispiel sehen, habe ich leider ein paar kleinere Macken und sowas dran. Also perfekt ist das Ganze nicht, aber geht schon. Man geht ja nicht mit der Lupe unbedingt dran. Und wenn ich mal ein bisschen rumgehe, sehen wir hier unten, das ist die Aufnahme. Da stecken wir die Warp-Gondel nachher hier auf ihren Platz drauf. Auch unten alles nochmal schön verkleidet. Und dann haben wir an der Seite diese Gitterplatten. Und da hatte ich ein Problem gehabt. Also hier ist alles in Ordnung. Aber schaut mal her, hier die habe ich reingedrückt, genau wie die anderen. Und da hat sich hier dieser Gitterbereich irgendwie angehoben. Das hat nicht 100% gepasst, keine Ahnung, woran es gelegen hat. Auf jeden Fall ist das dann hier so hässlich weggebrochen und sieht nicht schön aus. Ist zum Glück nur bei einem von den Teilen hier passiert, aber naja, eben unschön. Muss ich erwähnen, hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Und vorne haben wir noch das Highlight, das ist unsere beleuchtete Front der Warp-Gondel. Da ist ja dieses LED drin, also wo habe ich es? Hier dieser Leuchtstein, LED-Stein, der durch Druck einfach dann ausgelöst wird. Und darüber gebaut haben wir ja dann hier diese Viertelteile, womit wir dann den Halbkreis hier, den Orangenen, draufgepackt haben. Und wir machen direkt mal einen kleinen Test. Ist ziemlich hell hier, aber man kann es sehen. Das Ding leuchtet und pulsiert. Sieht schon richtig cool aus. Natürlich nachher, wenn alles fertig gebaut ist, bekommt ihr das nochmal richtig präsentiert im korrekten Licht. Aber wir sehen, das Ding leuchtet für eine kleine Weile und geht dann wieder aus. So, also jetzt geht eigentlich das Ganze nochmal von vorne los, denn eine Warp-Gondel ist fertig.
und eine zweite muss noch gebaut werden. Aber bevor ich das tue, möchte ich doch hier kurz eine Anprobe machen. Deswegen schauen wir mal, wir stecken das jetzt mal hier so rein und gucken. Jawohl, wie es dann passt und wow, sieht super aus. Das sieht richtig super aus. Das Schiff ist einfach beeindruckend. Trotz kleiner Probleme ist das hier ein mega tolles Set, Freunde. Und naja, ich quatsch zum Schluss hier mein Fazit. Auf jeden Fall, ich baue jetzt mal noch flott die zweite Warp-Gondel fertig. Und da ist sie fertig, die USS Enterprise. Naja, nicht die kleine hier vorne, sondern die große im Hintergrund. Sie ist endlich geschafft und sieht einfach nur fantastisch aus. Ich wusste, sie wird gut aussehen, aber jetzt hier in dem ganzen zusammengebauten Zustand, das ist echt ein sehr beeindruckendes und ganz toll umgesetztes Modell. Für jeden Star Trek-Fan kann ich jetzt schon sagen, als Fazit, ein Must-Have. Wer Klemmbausteine mag, wer Star Trek mag, kommt an dem Set hier nicht vorbei. Wie gesagt, das wird nicht mehr produziert. Ich rate dazu, es jetzt noch zu kaufen, denn ich glaube, billiger oder günstiger wird es nicht mehr werden in Zukunft. 169 Euro zahlt man hier summa summarum und dieses Geld ist das Set hier absolut wert. Es ist nicht wenig Geld, aber meiner Meinung nach absolut ist es das wert, weil es sieht einfach super aus. Schaut es euch an, tolles Set. Wir haben einmal unser Raumschiff natürlich auf dem massiven Ständer. Wir haben hier unten Kirk und Spock stehen, die tolle Plakette. Aber bevor ich euch hier die ganzen Details nochmal zeige, drehe ich mal hier alles rum, damit ihr das schöne Schiff aus den verschiedenen Perspektiven sehen könnt. Hier haben wir nochmal die Warp-Gondeln auch, natürlich mit Beleuchtung, die man anschalten kann. Und dann pulsiert das und blinkt ein paar Sekunden lang, bevor es dann wieder automatisch ausgeht. Auch ein sehr schöner Effekt mit diesen Leuchtsteinen. Die Untertassensektion ist echt gut gelöst, gefällt mir ganz hervorragend. Dann hier unten die ganzen Aufdrucke, überwiegend sehr gut. Also wirklich keine Aufkleber, klasse. Finde ich sehr schön. Auch von hinten ist es eine ganz tolle Optik. Erinnert mich sehr an die Serie, wenn die Kamera hier so hinten dran hergeflogen ist. Das Ding ist mega toll. Und dann wären wir auch schon wieder vorne gelandet. Und das Teil ist groß. Also ihr braucht hierfür wirklich ausreichend Platz, um sie hinzustellen. Aber jetzt haben wir den Rundumblick gemacht. Jetzt gehen wir mal in die Detailaufnahme. Eine gute Nachricht ist, der Rundstab hier vom Deflektor ist wieder aufgetaucht. Den habe ich ja vermisst am Anfang, aber er war dann doch noch irgendwo zu finden. Als sich die Teile gelichtet haben, konnte ich den anbauen. Somit hat hier ganz offiziell kein Teil gefehlt, glaube ich zumindest, oder? Wenn ich doch irgendwo gesagt habe, dass was fehlt, korrigiert mich, aber ich glaube, es hat nichts gefehlt. Es war eben nur was in der falschen Größe mit dabei. Das war ja hier oben bei der Brücke. Da musste ich ja hier diese kleinen Lückenfüller hier einbauen und die Rundung hier ist nicht perfekt geworden, weil da so ein Viertelrundteil ja nicht gefehlt hat, in der falschen Größe dabei war. Aber ansonsten hat hier wirklich bei den 4000 und was waren es, 98 Teilen nichts gefehlt und das ist schon mal eine gute Leistung. Was jetzt weniger gut war, das einzigste wirkliche Manko, aber es fällt nicht mehr so sehr ins Gewicht, sind ja hier diese Platten auf der Oberseite. Wenn ich hier gegen drücke, sieht man ja immer noch, die haben sich nicht gegeben, die haben sich nicht gelegt. Einmal die hier und dann hier auf der anderen Seite auch nochmal, da fällt es besonders auf. Aber ich habe sie jetzt auch nicht geklebt, weil, mal ganz ehrlich, man geht ein kleines Schrittchen zurück, fällt eigentlich gar nicht mehr großartig auf. Von daher, ich lasse es einfach mal so, stört mich nicht besonders. Dann haben wir hier den äußeren Ring gebaut mit den verschiedenen Fenstern, wo ja, wie gesagt, hier die Steine unterschiedlich breit waren, ob sie bedruckt oder nicht bedruckt waren. Aber auch das finde ich von der Optik her ist schön gelöst. Kann man so lassen. Ja, sieht auch gut aus. So wie überhaupt die komplette Untertassensektion inklusive Schriftzug. Das Ding ist ja richtig groß. Stellt euch vor, etwa so groß wie eine ordentliche Pizza. Das ist so der Durchmesser. Schöner Schriftzug, hier alles gedruckt. Sieht auch sehr toll aus. Dann hier oben die Brücke, auch mit dem bedruckten Stein. Wunderbar. Die Befestigung, die habe ich euch ja gezeigt, die hier hinten dran gekommen ist, gefällt mir auch richtig gut. Das ist einfach unsichtbar. Man sieht gar nicht mehr, wo hier was befestigt wurde. Dadurch, dass hier unten dann der Impulsantrieb dafür benutzt wurde, sehr, sehr schön gelöst. Hier unten am Hals sieht man dann noch mal ein bisschen, dass das hier Klemmbausteine sind. Geht dann hier in den Rumpf über. Und das hier waren ja komplette Teile. Auch gar kein Problem.
bringt einfach die Stabilität richtig gut zum Vorschein. Problemchen hatte ich ja hier mit den Gittersteinen oder mit diesen Gitterfliesen. Hier kann man es ja sehen, dass die hier ein bisschen angebrochen waren. Auf jeder Seite jeweils eine. Hier die andere Seite, da hatten wir hier diesen kleinen, das kleine Problem. Also, dass auf jeder Seite das einmal war, spricht ja dafür, dass er irgendwie eine, keine Ahnung, irgendeine Toleranz nicht gestimmt hat. Aber das Ding ist zum Glück hier innen sitzend. Von daher, wenn man es so hinstellt, fällt es jetzt nicht direkt so ins Auge. Geht in Ordnung. Hier hinten an den Warp-Gondeln wurde das auch schön verkleidet. Und das hier war ja der Bereich, wo ich sagte, sieht etwas aus wie ein Lichtschwert. Naja, egal. So, weiter, weiter, weiter. Wo waren wir? Ah, hinten rum. Da haben wir ja hinten die Shuttle Bay. Das Ding öffnet sich ja in der Serie und dann kommt das Shuttle Galileo da rausgeflogen. Auch ein sehr schönes bedrucktes Teil, wie kann man eigentlich sagen, fast alle. Was mir nicht so gut gefällt, habe ich schon ein paar Mal gesagt, sind hier diese blöden Gussnasen, die man hier noch sehen kann an diesen großen Auslegern. Das hätte man ein bisschen schöner cleanen können, sauber machen können nach dem Guss. Ansonsten, hier haben wir dann nochmal die Warp-Gondeln, auch mit diesen bedruckten Fliesen. Sehen überwiegend sehr gut aus. Ein paar verkratzte Teile sind mal dran gewesen, aber bei weitem nicht so schlimm, wie man das kennt von anderen China-Herstellern. Zum Beispiel Leppin, Dikul, da sieht das Ganze wesentlich verschrammelter aus. So, gehen wir mal runter hier zu Captain Kirk. Da habe ich ihn stehen und dort könnt ihr ihn sehen. Das ist so eine typische Figur, wie man sie jetzt hier schon kennt von Megablocks. Ziemlich naturgetreu, man kann durchaus die Gesichtszüge schön erkennen. Den Phaser habe ich ihm mal in die Hand gedrückt und seinen Kommunikator hat er hier auch griffbereit. Und ja, sieht schön aus hier mit dieser Lösung, wie die hier dran gesteckt wurden. Und dann natürlich die tolle Plakette, die sieht richtig klasse aus. Also hier mit diesem verwitterten Look, super, richtig toll. Und dann haben wir noch Mr. Spock auch in seiner Uniform, er macht den Vulkaniergruß. Ich habe hier noch das Gummibändchen gefunden, um ihm seinen Tricorder hier umzuhängen. Und naja, lebe lang und in Frieden. Und den Phaser habe ich ihm dann zur Sicherheit auch direkt mal noch in die Hand reingedrückt. So Leute, das war's. Ah, eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Und zwar, was übrig geblieben ist. Das hier, das sind die Teile, die vom Bau übergeblieben sind. Und ihr seht, man kann damit wunderbar ja sein eigenes kleines Schiff designen. Das ist die Resteprise oder so. Also das Schiff aus den Bauresten, also ein paar Steinchen, will ich damit sagen, sind übergeblieben. Von daher kann man da wieder was in die Ersatzteilkiste reinpacken. Und mein Fazit ist einfach nur ein großer Daumen nach oben, ein super tolles Set. Jeder, der Star Trek liebt, der sich gern mal hier so eine riesen Enterprise hinstellen will, der wird nichts Besseres finden, das könnt ihr mir absolut glauben. Und schlagt zu, wenn ihr wollt, wenn ihr könnt, wenn ihr das Geld habt und wenn ihr Spaß dran habt. Also ich hab hier den perfekten Platz. Die Enterprise kommt jetzt neben den Millennium Falcon und ist das perfekte Gegenstück zu meinem Star Trek Überhang, damit das auch wieder im Gleichgewicht ist hier bei mir. So Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß an meiner fünfteiligen Serie zur USS Enterprise von Megablocks. Ich verlinke euch das Set hier bei Amazon in der Videobeschreibung, falls ihr wirklich euch das zulegen wollt. Bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Me Applecat. Macht es gut!